Fußballfreunde, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Werder Bremen. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Sie zeigen zu Hause wirklich tolle Leistungen bisher. Beste Bilanz ligaweit. 10 Siege aus 10 Spielen. Kein Wunder also, dass sie in den Heimspielen selbstbewusst auftreten. Da haben wir die Aufstellung von RB Leipzig. 2 Stürmer vorne, dahinter 2 Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. So geht Werder Bremen heute in dieses Spiel. Für Sie geht es heute in der 4-3-3-Formation in dieses Spiel. Und in der Mitte der Stürmer ist wohl, wir kennen das, ein Stück zurückgezogen. Das ist diese falsche 9. Die Leipziger am Anstoß. Wird das eine Torchance? Starker Zweikampf da auf dem Flügel. Osako. Pass auf den Flügel. Einwurf jetzt. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Milo Drašica. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Freistoß kommt. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Da ist die Flanke. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Milo Drašica. Osako. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sie machen schon sehr früh Druck. Es wurde in den letzten Tagen viel über ihn geredet, weil er am Saisonende die Fußballschuhe an... Der Angriff könnte was werden. Direkt das nächste Tor. Freut die Fans natürlich. Vor allem die Fans vom offensiven Fußball. Sieht nach vielen Treffern aus. So und nicht anders musst du einen Kopfball ansetzen. Ja, der war absolute Klasse. Mit ganz viel Power, dazu noch präzise. Den kannst du nicht halten. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Kampel. Jetzt der Ballverlust. Das könnte gefährlich werden. Milo Drašica. Julia Osako. Gefährlich. Da ist die Flanke ins Zentrum. Mit
Die Chance zur Führung. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da sind sie gerade erst ins Spiel zurückgekommen und dann klingelt es schon wieder. Das ist natürlich bitter. Sie haben sich zurückgekämpft. Mit dem Ausgleich sah alles gut aus. Und jetzt müssen sie wieder anrennen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Die Leipziger machen Druck. Ja, Flanke kommt kurz. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Erstmal geklärt. Da kann er sich den Ball holen. Werner. Kummer. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Das ist noch gefährlich. Er ist da und kann den Ball hier klären. Kampel. Coman. Ballverlust. Yusuf Paulsen. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Oh, viel Platz jetzt. Ja, das hätte was werden können. Jetzt ist er durch. Der muss doch drin sein. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ja, mit viel Übersicht. Yusuf Paulsen bringt den Ball jetzt in die Mitte. Da kommt er raus und hält den Ball. Leo Sarko. Das ist die Chance. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Kampe. Gutes Pressing jetzt. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Super dieses Zuspiel. Komm mal, da kommt die Hereingabe. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Kimmich. Werner. Ja, das sieht gut aus. Kampel. Er schießt. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke kommt ins Zentrum. Flanke abgeblockt. 2:2 zur Pause. Ein intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen in Durchgang 2. Ordentliches Spiel von beiden Teams. Unentschieden geht in Ordnung, oder? Ja, defensiv stehen beide ziemlich sicher. Wer hier den ersten Fehler macht, der könnte als Verlierer vom Platz gehen. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Der Ballverlust. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis.
Milot Rashica. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Schön dazwischen gegangen. Werner. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Osako. Oh, viel Platz jetzt. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Das sieht man selten. Gleich drei Wechsel auf einmal. Marcel Sabitzer. Hannes Wolf. Werner. Weg ist der Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Das Warten auf seine Entscheidung hat ein Ende. Demnächst läuft er für den FC Liverpool auf. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität. In den freien Raum. Klasse Pass. Jean-Kevin Augustin. Sie machen das Tor. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Erneut so ein hervorragender Pass. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Schöne Aktion. Den Ball spielt er gut. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Osako. Und da ist der Ball wieder weg. Die Ballbesitzzahlen auf Seiten von RB Leipzig sind in diesem Spiel heute eher schwach. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Leipzig jetzt mit dem Einwurf. Bei Werder Bremen gibt es eine Auswechslung, Buschi. Ja, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Jetzt Sabitzer. Die Gäste werden wechseln. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja, geht gut dazwischen. Werner. Schönes Zuspiel. Den spielt er steil. Jean-Kevin Augustin. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ich weiß nicht, ob der Schuss von dort die beste Idee war. Also keine Gefahr auf jeden Fall fürs Tor. Klostermann. Koman. Jetzt Sabitzer. Augusta. Super Pass. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Vargas. Klostermann. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Super dazwischen gegangen. Ja, er wartet nicht nur vorne auf den Ball, sehr aktiv. Ja, da ist Platz jetzt.
Hier schiebt Pavlenka. Coman. Werner. Augustin. Und jetzt die Chance. Sie machen das Tor. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. Hier nochmal dieser Treffer. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Osako. Der Ballverlust. Guter Vorstoß jetzt. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Torgefahr auf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Hier kommt die Nachspielzeit, 2 Minuten gibt's. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Marcel Sabitzer. Noch ist die Chance da. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die waren in. Und da ist der Schlusspfiff. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung.